Ein Spiel von Capcom. Und natürlich von allen sehr gefeiert Disney. Und natürlich noch von WayForward. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Freunde, zum brandneuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Spendam und ich zocke für euch ein Spiel aus dem Jahre 2013, nämlich DuckTales Remastered auf der Wii U. Ganz genau. Und wie der Name schon sagt, DuckTales Remastered ist natürlich eine Neuauflage des Spiels von 1989, was damals für den NES rausgekommen ist. Und jawohl, es ist einfach nur hammergeil. Ich habe dieses Spiel damals, also die NES-Version, habe ich damals als kleines Bübeli gespielt. Und es war sauschwer. Also es hat wirklich einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad gehabt. Was allerdings in dem Remaster-Teil jetzt nicht mehr so krass ist. Also der Remaster-Teil ist wirklich ein bisschen vereinfacht worden, hat aber halt eine komplette englische Synchro bekommen mit den Originalsprechern und es hat einen richtig coolen, ja, so Comic-Look bekommen und so weiter. Was ich damit meine, schauen wir uns einfach mal das alles mal an. Los geht's! Ich hab's ja schon mal gespielt, das Spiel, also ich habe mal für mich alleine mal so ein bisschen gezockt und so weiter. Oh, aber, ja, das durchgespielt, sage ich mal ganz einfach, und ich kenne alles, was eigentlich in diesem Spiel passiert. Aber extra für dieses Let's Play habe ich meinen Spielstand gelöscht, um komplett nochmal von Null anzufangen. Das heißt, ich will euch alles zeigen, was dieses Spiel bietet. Halt, alle Bonus-Dinger, alle Level, alles, was einfach dieses Spiel hergibt, möchte ich euch in diesem schönen Let's Play zeigen. Und wir gehen jetzt erstmal ganz schnell in die Optionen. Denn hier gibt es einige Einstellungen, die man noch machen kann. Und zwar, ihr seht hier dieses Pogo schwer. Was heißt dieses Pogo schwer? Das Pogo schwer ist die Einstellung aus dem NES-Teil. Die Einstellung haben sie ja jetzt über die Jahre verändert. Also die Steuerung und so weiter. Und ja, will ich aber jetzt umstellen, weil ich kenne jetzt die Steuerung von der Wii U und so weiter. Das kann man aber einstellen. Rumble-Funktion ist auch ganz klar. Helligkeit, lassig, so wie es ist schön hell. Und oh, seht euch Entenhausen an, das sieht so schön aus. Und natürlich die Extras. Spielzeit 00. Bestenliste. Okay, gut, das ist jetzt für online und so weiter. Die Galerie. Da können wir uns nachher halt die ganzen Gegenstände kaufen und so weiter. Und mitwirkende. Na gut, das sind halt die Credits. Gucken wir uns ganz kurz die Galerie mal an. Oh, die Musik ist so schön. Hier können wir uns zum Beispiel Charaktere halt kaufen. Also jetzt die Artworks und weiter, jetzt nicht die originalen Charaktere, dass wir die zocken können. Nein, wirklich, damit wir die Artworks sehen können. Dann Konzeptart, Skizzen, Bleistiftzeichnungen, Hintergrundbilder, Musik. Es ist einfach nur krass, was man sich alles hier kaufen kann. Und wie ihr seht, wir haben 0 Dollar und 0 Cent. Wir sind die gerade die, wie heißt es so schön, die ärmste Ente der Welt. Eigentlich ist ja Dagobert die reichste Ente der Welt, aber wir haben keine Kohle, also müssen wir auf Abenteuer gehen und erstmal ein bisschen was holen. So, gehen wir also ins neue Spiel mit rein. Die Musik ist cool, ich liebe diese Mucke, da sind wir sofort mit Summen. Und ich spiele auf Mittel. Also ich will aber gut spielen damit. Und da geht's los, die Story. Eine Bombe. Boom! Nichts funktioniert. Ah, natürlich. Erstmal 9 Bomben hinwerfen, alles klar. Und die Panzerknacker! Die Panzerknacker gehen in unseren Geldspeicher rein. Cuss me, Kilts. Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall get her in gear, sir. Ich mach sie statt, lass, Sir. Das war Johann, hurry, unser Butler. Hurry! The pedal is to the middle, Mr. McDuck. Dann gib mir the middle and the middle. Was? Und da ist unser Superheld. Ach, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Und dann werden sie was erleben. Jawohl, unser lieber Dagobert Duck oder auch im Englischen genannt Scrooge McDuck. Ach ja, finde ich lustig, dass sie hier in dem Spiel, in dem Remaster-Titel, wirklich ihre originalen Stimmen haben.
Das finde ich da so krass, wirklich. Und was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Ganz einfach, wir müssen Edelsteine sammeln, um halt genügend Geld zu bekommen. Was eigentlich ziemlich schnell geht und was erstmal noch eine kleine Kleinigkeit zur Story, zur Steuerung. Nicht zur Story, zur Steuerung. Also, was kann denn ein so guter Dagobert? Er kann mit seinem Gehstock eine Art Pogo-Stick nachmachen. Und halt so extrem hoch springen und damit auch Gegner platt machen. Dann kann er natürlich ganz normal springen, so wie jeder andere Jump'n'Run hält. Und was er auch noch ganz besonders kann, ist halt Golf spielen mit diesem komischen Gehstock. Und zwar, wenn wir irgendeinen Gegenstand hier sehen, zum Beispiel einen Felsblock oder irgendwas anderes derartiges, können wir das mit Hilfe dieses Gehstockes halt wegschießen. Zeige ich euch mal ganz kurz mit diesem festen Gegenstand hier. Zack! Natürlich ist das zu fest und er tut sich erstmal da richtig doll weh damit. Voll lustig. Ja, und das Krasse ist, man kann echt hier in diesem Spiel extrem viel suchen, finden, Geheimnisse aufdecken und so weiter. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch mal die Sicherheitsanlage an. So Riesenhammer, die auch mal auf den Boden hauen. Der Fahrstuhl ist irgendwie im Arsch. Cool, der Geldspeicher ist voll sicher. Oh, was ist denn jetzt? Hier oben! Oh, Huey! Are you all right, my boy? Yeah, but you better watch out! The Beagle Boys messed with your security system! Uiuiui! Yeah, we take them over the whole place! Gah! Me money! Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge! Eh? Oh, don't worry, lad, I'll save you! Voll fies, wa? Aber so ist halt Onkel Dagobert. Er ist halt eine geldgeile Ente. Was hast du gerade gesagt? Egal. Und ja, gleich Trick. Ich muss dann ganz kurz was erzählen. So, und natürlich haben auch Tick, Trick und Track auch die Originalstimme, die sie heute auch im Englischen haben. So wie ja eigentlich jeder Charakter hier. Und ihr müsst mal ab und zu mal ein bisschen so warten, was die anderen alle sagen. Zum Beispiel der Panzerknacker hier, der sagt irgendwann, wenn man länger stehen bleibt, oh ja, meine Mutter wird voll stolz auf mich sein. Und dann habe ich Dagobert endlich fertig gemacht. Naja, wollen wir mal lieber unseren guten Neffen retten, indem wir einfach mal hier mit unserem Pogo-Sprung diese Felsen kaputt machen werden. Also, los geht's. Zack, zack, zack. Ja, ich bin doch schon da. Zack! Was ist? Puzzle! Aua! Aua, mein Kopf, ey! Oh, now that's what I call a stomach ache. You were hit on the head, you moronic marauder. Thanks, Scrooge! You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Louie and Dewey are here, too. You better hurry, Uncle Scrooge. He might be in trouble. Louis, Dewey und Dewey. Finde ich lustig, dass sie wirklich. Aber das habe ich nicht verstanden, warum sie eigentlich im Deutschen dann Tick, Trick und Track heißen. Weil ich finde Louis, Dewey und Dewey eigentlich auch gar nicht mal so schlechte Namen. Aber finde ich eigentlich lustig, also eigentlich ja jeder anderen Namen. So, hier wird jetzt zum Beispiel erklärt, wie wir die Panzerknacker-Gegner platt machen können, indem wir einfach mal wieder auf die drauf springen. Zack, und schon haben wir den Schaden gemacht. Eigentlich ganz einfach. Und was das Spiel natürlich auch noch von dem Originalen so ein bisschen besonders macht, sag ich mal so, ist die folgende Tatsache, dass wir hier echt alle Herzteile kriegen können. Wir finden hier echt alle Herzteile. Also man kann insgesamt 5 Herzen bekommen. Und in jeder Welt ist immer, glaube ich, 1 versteckt oder sonst irgendwie. Glaube ich, also. Und dann haben wir halt noch die Möglichkeit, dann wirklich dann zum Schluss mit 5 Herzen rumzulaufen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, als halt, wenn man wirklich nur mit 3 Herzen immer langläuft. Was halt im Originalspiel der Fall war. Und zack! Natürlich mit dem guten Pogo-Jump können wir natürlich auch Kisten öffnen und manch andere Sachen noch öffnen. Naja, war nicht hier auch noch was versteckt? Warte mal. Da war doch bestimmt auch noch einer. Nee, keiner mehr. Es gibt halt auch verschiedene Größen von den ganzen Rubinen und so weiter. Das ist jetzt hier zum Beispiel einer, ja, ein roter. Der gibt uns halt
Der gibt uns halt extrem massenhaft Kohle. Dann gibt es natürlich noch die gelben, die sind halt nicht so viel wert wie zum Beispiel die roten. Die roten sind die seltensten, die geben am meisten Kohle. Und dann diese kleinen Mini-Edelsteine, die geben halt auch sehr wenig. Ich glaube, er sagt, das, was er gerade gesagt hat, glaube ich, mehr Geld für meinen Geldsack. Ja, glaube ich schon. Also, more money for my money bank. Voll cool. So, jetzt kommt das, was ich euch erzählt habe mit diesen Golfspielen. Und zwar, passt auf, zack. Wir können halt Gegenstände nach hinten, also nach links und rechts bewegen, um uns halt, ja, so einen kleinen Überbrückung zu machen und so weiter. So, jetzt haben wir mal einer. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Hintergrund ist einfach nur perfekt, weil früher gab es diesen ganzen Hintergrund natürlich nicht. Da war es halt sehr einfach gemacht und so weiter. Und jetzt haben sie halt wirklich mehr Textur eingebaut, mehr Action in dem Hinterbereich und so weiter. Die haben schon echt das geil gemacht, das Spiel. Burgerknack! Get away from him, you gluttonous goon! Sorry, Scroogey, not a chance! Sorry, Scroogey, not a chance! So, wie besiegen wir den? Also, der hat. Ja, er hat gerade gesagt, er hat Hunger. Und hier gibt es zwei Schalter, die wir benutzen können, weil wir müssen ihn zu dieser rechten Tür lenken, weil da ist auch wieder so eine Falle, so eine Fallaktivierung. Zeige ich euch mal. Ah, das war der Burger. Gut, okay. Jetzt hat er wieder ab. Pass auf, ich mache das nochmal. Gehen wir noch ein bisschen nach oben. Hier ist der Hammer. Ich will eine Pizza. So, wir müssen ihn also mit diesem Burger halt zu uns locken. Zack. Wir holen uns den Burger. Und. Puh! Richtig einen Arschtritt verpasst. You saved me, Uncle Scrooge. I did. Are you hurt, lad? Now I'm fine. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. I'll handle this. Und man merkt so ein bisschen, Scrooge hat so ein bisschen. Ja, so einen rollenden englischen Akzent, so der rollt so ein bisschen die Sprache. Allhänderisch, allhänderisch. So, und natürlich können wir auch mit Hilfe von Steinen, ihr seht ja hier, Wirbel mit dem Stockschlag Felsbrocken durch die Luft. Bewege dich auf einen Gegenstand zu und drücke Y, ja, oder A für einen Stockschlag. Bam! Und schon kommen wir nach oben. Aber wirklich ein kleiner Tipp von mir, guckt euch wirklich richtig krass um. Überall können irgendwo halt entweder Edelsteine sein oder halt Herzteile oder sonst irgendwas. Ach, apropos Herzteile. Wenn wir mal getroffen werden, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir uns wieder heilen können. Und zwar mit dem Eis hier oder halt auch Torten. Die frischen unser Leben wieder auf und so weiter. Finde ich richtig cool gemacht. Hier ist wieder auch einer. Hier muss auch einer sein. Zack. Ihr müsst manchmal halt doppelt irgendwo rausspringen, weil dann habt ihr auch die Chance, nochmal was weiteres zu bekommen. Aber hier ist doch noch was. Müsste auch noch was sein. Jawohl, da ist er. Und das Coole ist halt, ihr findet halt verschiedene Edelsteine immer halt. Und der rote, der ist halt am meisten wert. Und da redet Dagobert wirklich manchmal richtiges Zeug, komisches Zeug so. Er sabbert so ein bisschen und sagt so, Money und Geld und oh, wie schön und. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ganz nach oben. Und da war eine Torte drin, die uns auch heilt. Und noch mehr Geld. Geld, Geld, Geld. Ey, was für ein geldgeiles Spiel, oder? So, was haben wir denn da oben? Ja, komm her, du Mensch. Ich hab. Oh, schön. So viel Geld. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier so ein, wie bei Mario, so ein Power-Stern bekommen. Also so ein Power-Up, das uns so ein bisschen unsichtbar, also nicht unsichtbar, sondern unverwundbar macht. Irgendwie geht mein Computer manchmal ein bisschen. Das finde ich nicht so schön. Und, aua. Der erste Schaden natürlich von einem Hammer. Hurry up, Scrooge. They're headed for your office.
Hold on, lad. I'll have you free in a jiffy. Not so fast, Big Dog. We're running things around here now. Oh, ein Laserstrahl. One false move and I'm a roast duck. Please be a Scrooge. It's not worth it. Nonsense, my boy. Leave me, Onkel Scrooge! Es has no es hat keinen Sinn! Der will sich opfern für uns, natürlich. So, der erste Schalter ist aktiviert. Der hat den obersten Schalter aktiviert. Ja, alles klar, du hast gerade irgendwas mit deiner Mutter erzählt. Ist mir egal. Zack und tschüss, mein Bester! So. Ja, ja, der Geldspeicher. Onkel Dagoberts wichtigster Schatz natürlich. Ja, da ist ja so ein ganzes Geld drin. Also ganz ehrlich, ich würde niemals einen Geldspeicher nehmen oder sonst irgendwas. Da wüsste ich sowieso, dass das Geld irgendwann nicht mehr sicher ist. Es gab auch, glaube ich, mal eine Folge in der TV-Serie, wo er echt sein ganzes Geld mit nach Hause genommen hat, oder? War das nicht mal so gewesen? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Das ist ganz lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Und wir befinden uns kurz vor unserem Büro. Machen wir die Panzerknacker fertig. Geronimo! Oh, der Ladebildschirm sieht auch voll cool aus, mit wo er langläuft. So. Lass das Bild hängen. Step away from me, fortune, you crook. Not this time, McDuck. Karlchen Knack. Oh, you ain't getting the drop on this big old boy. Und der erste Bosskampf geht los. Nämlich gegen Karlchen Knack. Und der unser lieber Johann hilft uns. Zack. Boom. Der kriegt einen richtigen so einen Safe auf den Kopf und. Und das tut ihm noch nicht mal richtig weh. Aber unser Pogo-Stick, der tut ihm richtig weh. Zack, komm her. Der ist eigentlich extrem einfach. Man muss echt nur ausweichen, das Ding richtig auf seinen Kopf hauen lassen und das war's dann eigentlich. Oh, na gut, hey, das war jetzt nicht so schlau. Boom. So, ich glaube, der letzte Treffer nur noch und dann ist der auch schon besiegt, der liebe Karlchen. Zack, boom. Und das war's. Karlchen Knack ist besiegt. Curse you, McDuck! This ain't the last you'll see of me! Mach's gut, Digga. Yeah, good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable. Oh, ein alte Schriftrolle. Look, me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure. But I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Hammer geiler Computer, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht genial aus. Will ich auch haben. Brigadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look, one of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one very 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something's screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on Earth that's that high. Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. Das berühmte Buch der Fähnlein Fiese Schweif. Klicke. Also, was war denn das verstanden? Wie nennt man das nochmal? Camper? Nee, Kindergruppe? Ich weiß ja nicht mehr, wie das genau hieß. Aber Freunde, das war's heute mit dem allerersten Part von DuckTales Remastered. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein bisschen in meinen Geldspeicher rein. Und Geronimo! Wupp! Juhu! Geld! Geld!
Geld, Geld. Ja, mach das nicht nach, das tut sehr doll weh, wenn ihr in Geld reinspringt. Das habe ich zum Glück auch noch nie gemacht, aber ich weiß auf jeden Fall, das tut sehr doll weh. Wir sehen uns dann im nächsten Part von DuckTales Remaster. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Und ja, habt ihr damals eigentlich DuckTales gesehen? Wenn ja, welcher war euer ganz besonders großer Lieblingscharakter? Schreibt es einfach unten in die Kommentare, das würde mich mal gerne interessieren. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!